Das ist Arnold Fahrt, MdB, CDU. Er meint, Deutschland leidet nicht an einer Diskriminierung von Schwulen und Lesben, sondern an der Tatsache, dass zu wenige Kinder geboren werden. Wir meinen, das ist Müll. Deutschland leidet nicht an einer Diskriminierung von Schwulen und Lesben, sondern Deutschland leidet unter chronischer Diskriminierung von Schwarz-Gelb. Gleichgeschlechtliche Paare haben keinen Zugang zu gemeinsamer Adoption oder zu finanziellen Förderungen von künstlicher Befruchtung. Wir meinen, Familien sind genauso zu fördern. Ich denke, Familie ist dort, wo Kinder sind. Und du?